So, und herzlich willkommen zurück bei Love, Hate and the Other Ones. Mir ist ein kleiner Fauxpas passiert. Mir ist eben gerade beim Aufnehmen die Festplatte vollgelaufen. Wir waren schon im letzten Level. Und dann hat er die Aufnahme abgebrochen und die Aufnahme war kaputt. Toll. Also, Memo an euch. Wenn ihr jemals Videos aufnehmt, seht zu, dass ihr genug Platz auf der Platte habt. Und beendet eure Folgen pünktlich. Ich hätte auch bei 20 Minuten aufhören können, dann hätte ich das Problem jetzt nicht. Dann müssten wir das jetzt nicht alles nochmal machen. Aber ich war dumm. I love you. Das war der Falsche. I love you. Nee, der Richtige, der Falsche. Ich bin völlig durch den Wind jetzt gerade. Ich muss mich erstmal sammeln. Moment, wir brauchen den Blowing One. Mit dem Blowing One holen wir den Magic One darunter. Sag mal, wie war denn das jetzt? Hallo. Wenn wir jetzt den Blowing One holen. I love you. Jetzt mal wieder ein. So. Doof, ich würde das ja gerne blind machen, aber wie gesagt, technische Probleme und so. Ganz schön blöd. Brauche ich schon wieder Love? I love you. I love you. So. I love you. Und zack. I love you. Jetzt haben wir mal ein paar Figuren weg. So, ich werde auch jetzt eine ganz kurze 15-Minuten-Folge nur machen. Da muss ich mich für entschuldigen. I love you. Aber, I love you. Mir geht die Zeit zum Aufnehmen leider aus. I love you. I love you. Wie gesagt, die erste Aufnahme, da gab es halt leider eine Panne. I love you. So, jetzt machen wir da den Weg frei. So, das ist schon mal ganz gut. Und dann frage ich mich halt, warum es da auf der linken Seite überhaupt noch die Figuren gibt. Weil im Prinzip
brauchen wir die gar nicht. Guck mal, wir können den jetzt schon ins Ziel schieben. Also so, dass wir da rüber können. Und dann sind wir schon in Level 79. Und dann gucken wir mal weiter. Ärgerlich, ne? Hätte ich nach 20 Minuten aufgehört vorhin, dann wäre die Folge jetzt auch noch im Kasten gewesen. Naja, gut. Machen wir mal ein bisschen Spaß, oder? Dann seht ihr jetzt halt einen Blitzrush, sozusagen, wie man hier durch die Levels durchrusht. So, vorausgesetzt, ich habe mir das einigermaßen gemerkt, wie das alles funktioniert hat. So, wir müssen hier einmal das Loch ein bisschen stopfen. Dann brauchen wir als nächstes mal Love hier rüberholen. Und dann brauchen wir die Lazy Ones. I love you. I love you. I love you. I love you. Und dann können wir den Magic One da runterholen. I love you. I love you. Und der macht uns den Weg frei zum Cold One. So weit, so gut. So. Dann haben wir den da hinten über die Klippe. I love you. So, und Love darf sich mal darum kümmern, dass der... Huch. Entschuldigung. Love darf sich mal darum kümmern, dass der Cold One an der Stelle ist, wo wir ihn gebrauchen können. I love you. Jetzt hier, so machen wir das. So, dann ist der schon mal da oben. So weit, so gut. Und dann... das eine Problem, dass der Magic One auf das Level von dem anderen Dead One kommen muss, ja? So, um das zu garantieren, müssen wir, glaube ich, Hate jetzt erstmal da unten abstellen. Damit der Magic One ihm auf den Kopf fallen kann. I love you. Glaube ich. I love you. Ach, verflucht. Wie war denn das? Jetzt sitze ich gerade fest. Moment. Also wir haben das Problem, wir müssen hier irgendwie durch. Moment, vielleicht waren wir zu voreilig, die Lazy Ones da runter zu schicken. Wir holen den Magic One nochmal hier rüber. I love genau you. So war das. I love you. Auf diese Seite. Dann können die Lazy Ones da unten ins Loch. An ihre Plätze. Und das war wieder zu voreilig. Ich bitte um Verzeihung. Wir müssen den da erstmal rausholen.
irgendwann. Aber nicht mit dem Charakter. Das war schon wieder falsch. Wenn man hier nicht alles genau richtig... Genau. Wenn man hier nicht alles genau richtig macht, dann geht es am Ende nicht auf. So. Deshalb machen wir es jetzt richtig. Also gleich. Jetzt kann Love auf die andere Seite und kann den Lazy One rüberholen. Und dann schaffen wir den dahin, wo wir ihn brauchen. Und dann gehen wir mit dem Magic One hier einfach durch und haben die Sache schon fertig. So machen wir das. Hier machen wir uns die Mechanik zunutze. Dass der Blowing One, dass der Cold One zu schwer ist für den Blowing One. So, und dann ist es an Hate, uns den Weg frei zu machen. So. I love you. Einfach mal aus Gag. I love you. So. Und dann müssen wir nur noch da hinten über die Stufen drüber. Was ein winzig kleines Problem darstellt. Aber das kriegen wir schon hin. Ein bisschen Gefummel. So. Na, guck mal. Und schon kommen wir auf den Knopf. Und wir sind in Level 80, was die letzte Folge wird. Wir können schon mal reinschnuppern. Aber ich glaube, dass wir das in der nächsten Folge machen müssen. Ich zeige euch mal kurz, warum. Naja, um es kurz zu sagen, ich krieg's nicht hin. Weil das ist ein echt schweres Level. Ganz zum Schluss hat der Tobi sich nochmal richtig ins Zeug gelegt. Super gemacht, Tobi. Ich komme hier in der Folge 15 nicht mehr durch. Auf gar keinen Fall. Das wird auf jeden Fall ein Job für die Folge Nummer 16. Wird unsere letzte Folge. Ich will hoffen, dass sie morgen kommt. Ich muss sie natürlich noch aufnehmen vorher. Und bevor ich sie aufnehme, muss ich noch rauskriegen, wie ich sie denn mache. Also wie denn das hier alles funktionieren soll. Da muss ich mich den ganzen Tag erstmal dran setzen und ausprobieren. So, jetzt haben wir hier den Blowing One. So weit, so gut. Ich weiß, dass wir hier einen runterholen müssen. Nicht, was ihr wieder denkt. Achso, Moment. So, und dann... Und dann da hinten einen, schon wieder verkehrt. Und dann da hinten einen runterhaten, hier den Typen runterhaten, dass der Magic One hier rüberkommt. Dann fressen wir die beiden Dead Ones. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber das Problem ist, dass der Raum mit dem Scared One so klein ist, dass wir da nicht gescheit eine Treppe bauen können, dass wir da hochkommen. Und es ist mir ein Rätsel, wie wir das genau anstellen sollen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Tut mir leid, dass diese sehr kurz war und dass ich auch sehr kurz angebunden war. Aber ich habe ganz wichtige Dinge zu erledigen und das muss ich jetzt machen. Und ich hatte vorher 40 Minuten Zeit und die sind aber kaputt, die 40 Minuten Video, die ich aufgezeichnet habe. Tut mir furchtbar leid. Die Videos werden einfach so groß, wenn ich auf so einer hohen Auflösung aufnehme. Naja, gut. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich bin euer Ben Stormrider. Haltet die Ohren steif. Folge 16 wird unser Endspurt. Macht's gut.